Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mafia 3. Wir machen heute weiter. Und zwar haben wir beim letzten Mal die Bank auseinandergenommen. Deine Klappe und kletter weiter, Mann. Gib mir die Hand, komm schon. Hier, komm her, hab dich, hab dich. Gut. Okay, wenn wir da raus sind, gehe ich zum nächsten Telefon und rufe uns einen Wagen. Kannst du gehen? Ja, wenn mir jemand hilft, geht schon. Wahrscheinlich ist es einfacher, wenn ich dich trage, du Klappstuhl. Lass mich mal. Hey, was soll das? Lass mich runter! Wenn einer fragt, sagen wir, er ist besoffen. So, ihr schnappt euch die Kohle und dann raus hier. Verdammte Scheiße! Ja, dann wollen wir mal, ne? Ja, mal gucken, wie weit wir heute kommen hier. Jesus ist unser Begleiter. Okay. Finde ein Telefon. Oh, schau dir diese Maps an. Na, Kleine, wie wär's mit uns zwei? Danny, leise, Mann. Man kann wirklich ihre Titten sehen? Oh, Mann, verdammt. Alter Schnauze, bevor sie uns wegen dir einkassieren. Alles so schön und... Stopp, verdammt nochmal, stopp! Leck mich, Drecksau! Ja, wir müssen wie gesagt ein Telefon finden. Hey Mann, leg auf! Weg mit dem Telefon! Los! Ich bestehe auf einer Entschuldigung! Haltet die Augen offen. Wir stecken in der Scheiße, du musst uns helfen. Wo seid ihr? Genau neben der Parade. Danny ist verletzt. Schicken, weil die Straßen gesperrt sind. Hör zu, an der Rückseite vom Friedhof ist ein Lebensmittelladen. Kannst du da hinkommen? Ja. Da wartet ein Wagen an der Laderampe. Und Lincoln, seid vorsichtig, hörst du? Ihr beide, du und Alice. Sind wir. Jetzt müssen wir noch zum Fluchtauto laufen, ne? Herzlichen Glückwunsch. Vorsicht, ey! Sammy schickt uns einen Wagen zum Lebensmittelladen, zur Laderampe. Gott schütze deinen Alten. Los, komm. Oh, tut mir leid. Ja, ich habe einen Besoffenen auf der Schulter, also... Alles in Ordnung? Ja, hallo. Hallo! Alles in bester Ordnung. Ich habe nur einen besoffenen Kollegen hier über meiner Schulter, der hat ein bisschen zu stark am Alkohol geschnuppert. Ich weiß wirklich, was passiert ist, aber... Ne? Hier lang, Mann, durch die Bar! Mir zu erzählen, die Party sei vorbei, ich bestimme, wann die Party vorbei ist. Wir erhalten zwar noch weitere Meldungen, tut mir leid. Tot müde oder tot? Die Bank im Zentrum von Bordeaux ausgerottet. Quellen bei der Polizei berichten von mehreren getöteten Fachleuten. Die Täter seien mit einer Beute von mehreren Millionen Dollar entkommen. Oh, Scheiße, habt ihr gehört? Wir sind in den Nachrichten. Wir müssen weiter. Alle Einheiten, bitte bestätigen. Zum letzten Mal. Handelt es sich um einen männlichen Schwarzen mit der Handtasche angeschlagen. Man kann nicht einsteigen. Einen männlichen Weißen, etwa 1,80 Meter groß, sowie zwei unbekannte Komplizen. Sie sind bewaffnet und extrem gefährlich. Mist, sie haben das Boot gefunden. Bleib cool, Mann, ist noch nichts verloren. Oh, tut mir leid. Hab ich doch schon gesagt. Ich hab der Schlampe nichts geklaut. Da sagt sie aber was anderes. Die Kackstelze ist doch hässlich wie die Nacht. Frauen mit so einer Hackfresse. Was würden doch alles sagen. Mein Kollege hier verträgt einfach nichts. Gesundheit. Oh Mann. Also das Spiel, also... Den Anfang fand ich ganz nice, nur weiß ich jetzt im Moment nicht, was ich davon halten soll. Verdammt, was machen wir jetzt? Alice. Hier ist alles voller Scheißbullen. Alice, Ruhe. Wir kriegen das schon hin. Okay, ihr nehmt Danny und die Kohle und geht zum Auto. Ich kümmere mich um die Bullen. Nein. Ich lenke sie ab. Kommt gar nicht in Frage, Mann. Schon gut, er geht ja nicht allein. Jesus hier ist unser Begleiter. Amen. Also, gehen wir.
Rote Fahndungszone, du bist in einer rote Polizeifahndungszone, um den Kopf werden erschießen und dann Fragen stellen. Okay. Die Polizei abzeigen, verlasse die blinkende aktive Polizeifahndungszone oder versteck dich. Untersuchung aufgenommen. Der Officer vor Ort hat Verdächtigen gemeldet. Mit äußerster Vorsicht mehr. An alle Einheiten. Officer erbittet Unterstützung. Reiß dich aus oder geh von einem Ich hatte ein gutes Leben. Was geschehen soll, geschieht. Jetzt? Keine schlechte Knarre, ehrlich. Ja, ne? Der Mann hat eine Waffe! Scheißwetter! An alle Einheiten. Der Verdächtige führt jetzt ein Fahrzeug. Machen wir ganz einfach. Ja, blau kennen wir ja schon, ne? Also, deswegen machen wir einfach mal weiter. Es gibt nichts Schöneres, aber ich glaube, ich bin tot. Shit. Gut, müssen wir nochmal von vorne machen. Ich dachte, wenn wir da mit dem Fahrzeug abhauen, ist das eine bessere Idee. Aber... wir müssen da wirklich hinlaufen, weil da, wo wir lang müssen, kommen wir nur zu Fuß. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Untersuchung aufgenommen. An alle Einheiten. Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. An alle Einheiten. Code 60. Officer im Einsatz verletzt. Jemanden auf zu schießen. Was glaubst du? Die haben keins. Ich bitte dich. Der hatte nicht mal Salz. Ja, bewegt euch! Ich war so erschossen. Siehst du, was der mit sich rumträgt? Bist du bescheuert? Zu glätten ist nicht besonders angenehm, aber wenn er weiter mit mir ausgehen will, erwarte ich das von ihm. Hier ist nichts. Ich schau mich mal woanders. An alle Einheiten. Verdächtiger außer Sichtweite. Ich wiederhole. Sichtkontakt verloren. Ja. Der ist, wie gesagt, mit blau kennen wir ja schon. Nur die Sache ist die, wie kommen wir da jetzt so richtig lang? An alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesehen. Die Kacke!
holt sich der Teufel sein Frühstück. Shit. Das ist mal gar nicht so einfach hier, ne? Also. Ja, könnte hinkommen. Nein. Fuck. Shit. Es kann doch nicht wahr sein, ey. Das mit dem Farben bringt nichts, wie gesagt, weil man kann schon mal nicht drüber klettern. Ja, reicht ja das Flucht auch, oder? Der, aber hier ist ordentlich was geboten, sage ich euch, also. Ja gut, wenn nicht, kann ich immer das Geißen nehmen. Ich brauche keine Zeugen. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Georgie. Wir wurden getrennt. Zuvor hat er noch gesagt, wir treffen uns im Haus. Steig ein. Verdächtige Person im Fahrzeug. Einheit vor Ort hat Ermittlungen aufgenommen. An alle Einheiten. Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Ey, jetzt stößt man nicht wieder ab hier. Weil die Sache, wir waren nämlich vorhin die, dass mal, dass das Spiel bei mir einfach mal urplötzlich abgestürzt ist. Ja, hier ist aber ordentlich was geboten an Polizei, guck mal hinter mir, ey. Nein. Wir fahren weiter. Hier Polizeiwagen.
Hängt die Polizei ab. Das ist gar nicht mal so einfach, Leute. Boah, Junge, also wie wäre ich denn jetzt hier die Polizei los? Ein bisschen Hupen hier. Dann sollte halt auch sonst sich mal neben mir setzen oder so. Oder die fahren einfach in das nächste beste Auto. Rauskommen, schlafe ich auf einem Bett aus Titten. Scheißegal, was es kostet. Sind Sie weg? Ja, ja, Mann. Alles klar. Ich wusste, dass wir es schaffen. Ich wusste es. Wir sind reich. I'm robbing people with a six gun. I fought the law. Aber die können mich alle mal. Und jetzt? Wo muss das hin? I fought the law and the law lost. Jetzt. Heieiei, also da war ordentlich Aufgebot hier, sage ich euch. Wie viel ist das? Bisschen mehr als 2 Millionen. Für jeden. Heilige Maria, Mutter Gottes. Wenn wir hier durch sind, dann rufe ich einen Typen an, den ich kenne, und sage ihm, er soll uns 3 Nutten rüberschicken. Nichts da. In dieses Haus hier kommt mir keine Nutte. Sicher? 2 von denen sind allein für dich. Diesmal ficke ich in meinem Schlitten. Das will ich auch hoffen. Mein Leben lang hat mir immer jemand gesagt, was ich tun oder lassen soll. Musste mir anhören, wo ich hingehen soll, wie ich hingehen soll und mit wem ich hingehen soll. Aber jetzt... Nach diesem Ding. Jetzt wird alles anders. Ich meine nicht das Geld, sondern Freiheit. Wirkliche Freiheit. Ich muss mir von keinem mehr was sagen lassen. Und das gilt für uns alle. Vouloir, c'est pouvoir, hein? Wer ist denn da? Der Meister persönlich. Hey, da bist du ja. Danke. Ich hab euch wen mitgebracht. Macht's dir was aus, 2 mehr einzuschenken? Na, aber mit Vergnügen. George hat erzählt, dass der Überfall beinahe in die Hosen gegangen wäre und Lincoln euch den Arsch retten musste. Auf den Jungen kannst du stolz sein. Bin ich, Sal. Sogar mächtig stolz. Junge, Junge, dieses Zeug haut vielleicht rein. Dazu. Jemand was dagegen, dass der Kerl reinkommt, der meinen Anteil mitnehmen soll? Ja, rein mit ihm.
Butler nicht einen Krieg? Ja, hier ist ein Kornwhisky. Da kriegst du Haare an den Eiern vorn. Trinkt ihr alle gleich? Nein, nimm gleich den höchsten. Ist dein Anteil mit meinen Schulden. Ich hab noch was draufgelegt wegen dem Ärger. Ohne dich hätt's nicht geklappt, Sammy. Jungs, ihr wart spitze, danke. Warum holst du uns nicht deine guten Tropfen? Wir müssen noch anstoßen. Ja. Das soll ich dir nicht zweimal sagen. Mach richtig voll. Hoch die Tassen. Weißt du, Lincoln, ich hab noch nie einen tafferen Hurensohn gesehen als dich. Aber du hättest nicht Nein sagen sollen. Alter! Hab ich was verpasst? Nun, wo soll's denn hingehen? Dämliche, beschissene Nigger. Los, schnapp dir die Tasche, wir gehen. Wow! Als ich bei Sammy ankam, stand dort alles in Flammen. Warum ich da überhaupt hin bin, weiß ich nicht. Glück. Göttliche Vorsehung. Oder irgendwas anderes. Alter Verwalter. Als ich aus den Flammen zog, kam er kurz zu Bewusstsein und bat mich, John Donovan anzurufen. Das habe ich dann getan. Ich wünsche mir so oft, ich hätte ihn nicht angerufen. Mr. Donovan, kennen Sie diese Person? Sicher. Sir Marcano. Mhm. Und was ist mit diesem Mann? Dieser dreckige Mistsack ist Sals Bruder Lou. Hören Sie. Reden Sie nicht um den heißen Brei herum. Was wollen Sie wissen? Haben Sie Lincoln Clay geholfen, Sal Marcano und führende Mitglieder seiner Mafia-Familie zu ermorden? Aber ja, selbstverständlich. Also ich feiere die Musik gerade, aber ich habe Angst, dass da irgendwelche Treffer dabei sind. Also die Männer, die ihr töten wollt, ja? Das ist der Plan, Padre. Das ist aber ganz schön gefährlich, so wie ihr das vorhabt. Und was würden Sie vorschlagen? Dass Marcano es verdient hat zu sterben, will ich gar nicht abstreiten. Bringt ihn um. Aber dann muss Schluss sein. Das reicht noch nicht! Es ist genug, wenn du beschließt, dass es genug ist. Ich weiß, was Sal dir angetan hat, Lincoln. Aber ganz egal, was du tust, davon wird keiner wieder lebendig. Ja, niemand wird wieder lebendig. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Ich will diesem Bastard zeigen, was es heißt, alles zu verlieren. Ich werde die Ratte Stück für Stück vernichten. Aber das ist eine Sackgasse, Lincoln. Wenn du dich für diesen Weg entscheidest, gibt es kein Zurück mehr. Ich gehe jetzt zu Sammy und hol meine Sachen. Kommst du?
Ich warte im Auto. Ja, das scheint nach einem Plan. Wir haben uns als Kinder gesagt, wir sollen noch die andere Wange hinhalten. Und nicht zurückschlagen. Das Problem ist, es geht nicht. Nicht im wirklichen Leben. Alter Schwede. Das Spiel fängt mir an, Spaß zu machen. Das Gefühl, die Kampagne geht hier ein bisschen schnell vorbei. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bin ich wieder raus in der heutigen Part von Mafia 3. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall selber den Daumen nach oben freuen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Rainbow King HD. Ciao.